Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank WL 171. Das ist also ein 200 Liter Kühlschrank, der direkt ab 12 Volt läuft. Das Datenblatt von dem, also den ganzen Katalog 2022, findet ihr auf Seite 9. Das verlinke ich euch natürlich unten drin. Das Datenblatt von diesem Kühlschrank. Und dieser Kühlschrank hat einen Stromverbrauch von 460 Wattstunden am Tag. Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Wir haben oben einen fetten Tiefkühler und unten einen Kühlschrank. Ganz einfach mit vollautomatischer Abtauung unten drin im Kühlschrank. Mechanischer, einfacher Thermostat, also nichts Spezielles. Eine 12 Volt Kühlmaschine drin. Maße entnehmt ihr im Katalog. Aber jetzt kommt immer wieder die Frage, ja, ich möchte so ein Teil im Wohnmobil einbauen. Nein, geht nicht. Nein. Das ist ein Stationärgerät für Alphütten, für Schrebergärten oder sonst was. Ich darf diesen Kühlschrank nicht einbauen. Und zwar der einfache Grund ist das, ich habe hier die Türe. Wenn ich hier diese Türe aufmache, geht der über die Schrankfront raus auf. Ja gut, jetzt kann ich hier eine Leiste machen. Ist auch akzeptiert. Aber das zweite Problem ist, dieser Kühlschrank hat keinen Wärmetauscher, wo er die Wärme abgeben kann. Hier wird die Wärme hier über diese Seitenwand abgegeben. Das ist ein freistehendes Kühlgerät und diese Seitenwand ist ein Wärmetauscher drin. Ist eigentlich nur ein Stück Rohr, aber so wird diese Seite warm und gibt die Wärme vom Kühlschrank. Wir können ja nicht kühlen, wir können nur Wärme entziehen im Kühlschrank und hier draußen wieder abgeben. Durch das wird es dann weniger kalt oder weniger warm im Kühlschrank. Wenn ich jetzt hier drauf eine Holzplatte mache, dann wird der Kühlschrank ersticken. Aus diesem Grund darf ich das Gerät nicht einbauen. Also wenn ihr das hinstellt im Wohnmobil, freistehen, akzeptiert, geht. Aber nicht einbauen. Für das sind diese Solarkühlschränke, die ganze Serie WL, nicht geeignet. So ein großes Volumen, der Preis mit 1300 ist auch akzeptabel. Aber ihr dürft keinen Solarkühlschrank einbauen, weil das sind alles freistehende Geräte. Das ist es von diesem sehr großen Solarkühlschrank. Wenn euch ein Kühlschrank interessiert, mache ich euch hier ein Video über den 2700er. Das ist ein Kühlschrank, den man einbauen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag.